Lennart Johansson, der FIFA-Abgesandte, hier links im Bild, steigt hinauf zum Baucontainer. Dort wird ihm zum ersten Mal das Modell der Allianz Arena präsentiert und der Schwede ist vom Schlauchboot in Fröttmanning sichtlich begeistert. Ich bin beeindruckt, schwärmt Johansson. Es ist ausschließlich für Fußball konzipiert und man sitzt ganz nah am Rasen. Noch mehr überwältigt den WM-Organisator das Original. Rund 285 Millionen Euro kostet das Hightech-Projekt. Im Herbst 2002 wurde der Bau des modernsten Stadions Europas begonnen. Den Fußballfans werden nach Fertigstellung 11.000 Parkplätze rund um die Arena zur Verfügung stehen. Um den aktuellen Stand der Bauarbeiten zu begutachten, macht sich die hohe Delegation auf einen Rundgang durch das Stadion schön mit Helmen ausstaffiert, damit ja nichts passiert. Das Sicherheitspersonal führt die hohen Herren bis zur Haupttribüne. Rauf geht's mit dem Lastenaufzug, denn erst von oben lässt sich das gesamte Ausmaß des Megaprojektes überblicken. Ein Blick ins Stadioninnere lässt erahnen, wie imposant die Arena ausschauen wird, wenn sie einmal fertig ist. Die Sitze werden bereits montiert. Hier. Also wir sind voll in der Zeit. Am Ende soll das neue Münchner Fußballstadion Platz für insgesamt 66.000 Zuschauer bieten. Jeweils 10.000 Sitzplätze in der Nord- und Südkurve können durch Hochklappen in Stehplätze umgewandelt werden. Sie haben hier an alles gedacht, an Komfort für die Gäste, für die zahlenden Zuschauer. Ich habe bislang noch nichts Vergleichbares gesehen. Es wird ein großartiges Erlebnis sein, hierher zu kommen und das erste Match zu sehen. Ich freue mich drauf. Wir werden pünktlich fertig. Wir wollen, dass Fußball gespielt wird. Und sind Sie auch beim Eröffnungsspiel dabei? Ich hoffe, dass ich vom Franz eine Freikarte kriege. Ich weiß es noch nicht. Also ein Autogramm haben wir schon bekommen, aber die Freikarte, die wird wohl nachkommen. Aus der Vogelperspektive von der Arbeitsbühne aus ist mittlerweile auch die glatte Außenhaut der Arena gut zu sehen. Sie besteht aus einer rautenförmigen, durchsichtigen Umhüllung und kann nach Belieben blau, weiß oder rot beleuchtet werden. Tickets für die WM 2006 soll es erst ab dem ersten Quartal 2005 geben. Die Preise für das Eröffnungsspiel liegen zwischen 65 und 300 Euro.